Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar im Schlingendorntal zur salzigen Seemann. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass er so heißt. Dort mal ein paar Quests abgeben, annehmen. Sehr schön. Hier oben ist auch noch eins. Ich gesehen. Und allen Verliebten, weil heute ist ja Valentinstag, wünsche ich alles Gute und auf langes Zusammenbleiben und so. Ja. Hier ist auch noch ein Fragezeichen. Das ist bestimmt hier der Typ. Okay, es ist nicht hier der Typ. Hier unten hier ist alles so verwinkelt immer. Nun ja. Darum liegen wir ja schon unter. Vielleicht hier drin. Das können die heute sein, die für die Lederhäute. Ach, Salzwasserlederhäute. Von den Salzwasserkrokodilen. Okay. Ja, ich liebe es hier, durch die Gegend zu eiern und nicht wissen, wo ich hin muss. Ah, da sind sie. Ja, genau hier. In dem Moment bekomme ich die Folgequest. Ja. Genau. Sehr gut. Und noch Spuk in Saphinikösten Zeiten. Ich weiß nicht, wird das schon schaffen. Gucken, das Verlies können wir glaube ich abbrechen. So. Was? Der vermisste Diplomat. Ja, unser weiteres Anliegen, den vermissten Diplomaten zu bringen. Aber naja, gut. Die Todeskapitän, die schaffen wir nicht. Die ist schwierig. Ich würde sagen, fliegen wir erstmal hoch. Hier da oben in Schlingendorntal. Um zu gucken, was wir da noch so erledigen können. So, ich werde das heute so auch machen, dass ich die Folge direkt auch hochladen werde. Die dann heute schon gucken könnt. Rebellenlager. Und ich glaube, ist auch irgendwas Besonderes. An Valentinstag ist glaube ich. Ne, ist immer noch das Mondfest ist hier. Da müsste irgendwann die Tage jetzt auch des Valentinstagsgedöns anfangen. Können wir mal gucken, ob wir was finden. Weltbosse, nein, Weltevents. Herzklopfen. Oh ne, hier. Braufest, Kinderwoche, Invasion. Skitis. Ach so. Haben wir den Sammlungssets vielleicht? Ich, nein, auch nicht. Crafting, Schermbild, Kalender. Aufessen. Nee, das ist falsch. Ah. So, Winterhoch, Mondfest, Nobelkarten, Herzklopfen. Okay, dann lass ich das Ding Herzklopfen. Genau, die Rose. Deutsche Kleider. Oh, ein Anzug. Okay, Feuerwerk. Der Picknickkorb, genau. Ich sehe gerade, es gibt gar nicht mehr, oder gab damals auch gar nicht hier den Haus, den es gab. Genau. Liebesrakete gibt es gar nicht. Zumindest sehe ich sie nicht. Nein, aber hier, das ist mal ganz cool. Das, was man herstellen konnte, nachher dann 20 Trefferwertungen, Zauberschaden, Verteidigung und Heilung. Ja, war schon cool. So. Und was damals immer war, wie ihr gesehen habt, ich muss immer wieder meine Aspekte nach einem Flug anschmeißen.
Wir haben wieder 4 Gold. Machen uns wieder. Bald können wir wieder zum Lehrer gehen, 2 Sachen lernen und sind wieder pleite. Sehr gut. So muss das sein. Tiger haben wir alle. Panther haben wir auch. Ich glaube, von denen müssen wir noch die großen und die Raptoren, die kleinen anfangen. Dinger. Wir sind irgendwo da hinten. Hier sind irgendwo die komischen Krokodildinger da. Oder Basilisken für die Häute. Ja, noch 19 von den Dingern und wir haben auch wieder Level Up. Das geht hier fix. Ja, das sind die noch nicht. Das sind quasi die, die wir am Anfang getötet haben für die heute. Ah, wie soll es anders sein? Unsere Tasche ist voll. Ich hätte verkaufen sollen. Davon habe ich allerdings nicht gedacht. Na ja, gut. Kann ich alles an alles denken. So. Aber letzte Woche hatte ich so viel zu tun, ich bin gar nicht dazu gekommen, noch irgendwas aufzunehmen. Müssen wir halt heute wieder ran. Na gut. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Gibt Schlimmeres. Ich muss ein Plätzchen, das brauche ich. Ich schmeiß mal das weg. Mit eigenartigem Fleisch kann man auch irgendwas kochen, aber ich weiß gar nicht mehr was. Hinten ist so ein komischer Frenzy. Boah, wie ich die Dinger gehasst habe. Davon ist auch einer. Allerdings an nichts Böses. Schwimmst ein bisschen durch die Suppe hier. Das ist direkt nicht auf die Nase. Wenn man so am Rand steht, wie ich gerade, und an nichts Böses denkt, zack, hat man so einen Franz in der Wade hängen. Also Gute war, dass der nicht aus dem Wasser kam. Man war zwar im Kampf, hat geflucht, geflucht, und das schmeiße ich auch mal weg. Das ist, glaube ich, noch aus Astrana oder so. Da sind sie. Na, die meinte ich. Davon brauchen wir jetzt 5. Von den anderen brauchten wir 2. Je nachdem, wie viel Glück wir haben, schaffen wir das mit 5 Stück. Aber ihr kennt ja alle selber, zumindest die meisten. Wir wissen, dass man dann aus den 5 wird dann schnell 10. Aus den 10 wird schnell 15. Dann noch ein Plätzchen freiräumen. Zack. Ich muss unbedingt neu mal Taschen kaufen. So viel dazu, ich hab's ja gesagt. Sind die im Wasser auch? Das weiß ich gar nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Nebelgorilla. Die brauchen wir noch nicht. Und hier sind, glaube ich, hier die Kisten. Ne, sind Ölfässer. Okay, das sind Ölfässer. Das habe ich ja als Jäger immer recht einfach, die Dinger zu pullen, wieder in die Oberfläche zu schwimmen. Nur halt, wenn man Nahkämpfer oder so ist, ist das ja doof, weil man muss die Dinger immer wieder, ne? Und zu denen schwimmen, muss man die hochziehen, verlangsamen die vielleicht auch noch. Und so ein Kackfrenzy. Also ich bin nicht begeistert davon, wie ihr merkt. Aber gut. Wer ist da schon? Kackdingern. So. Okay, diese glänzenden Fischschuppen, die sind ganz cool, und zwar für die Schamanen, weil die Schamanen brauchen die, um sie übers Wasser zu gehen. Darum schmeiße ich die eigentlich sehr ungern weg. Aber gut, wenn kein Platz da ist, ist kein Platz da.
Kann das gleich leisten? Haben wir auch schon wieder ein Plätzchen frei. Okay, und jetzt habe ich nicht auf meinen Atmungsbalken geguckt. Und das passiert dann. Weil man hat nur noch 3 Minuten, oder man hatte damals nur 3 Minuten Atemluft. Nicht wie ich meine, momentan 10 Minuten. Ja, und dann ersäuft man. Ich meine, man hat damals auch beim Parkfest zu Atemelixier bekommen, habe ich aber nicht. Ja gut, jetzt sind wir als Irrwicht ja jetzt nicht so schlecht dran und sind schneller als normale Tote. Man muss halt überall was Gutes sehen drin. So, da liegen wir. Okay, war auch nichts drin. So, ich bin mal schnell hoch. Ich sehe gerade, wir haben nur 1 Minute. Dann war es anders. Dann haben wir jetzt 3 Minuten und damals 1 Minute. Und die Untoten haben 10 Minuten. So war es, glaube ich. Wir haben 1 Minute. Das ist natürlich kacke. Na gut. Will man machen. So, haben wir wieder einen Kumpel. Schon mal angreifen und wir können aus dem Wasser kommen. Da ist auch noch einer. Ja, sehr gut. Die laufen auch irgendwie die Goblins rum. Die haben noch Diamanten oder so. Aber ich glaube, wir sollten erstmal gucken, dass wir unbedingt verkaufen. Okay. Das ist das, was ich mal sage. Na gut, das ist wie okay. Nicht jedes Krokodil, was Schuppen hat, hat auch Schuppen. Oder nicht jeder Troll, der Ohren hat, hat auch Ohren. Oder Zähne. So kennt man und liebt man WoW. Das ewige Questgrinden. Müssten jetzt auch gleich eine Map haben. Feuerpfeifen, ja, wie schön. Ne. Ich denke, verdammt, du müsstest kochen können. Ganze Kochzeug, was man so findet, aber naja. Genau, hier ist dieses Lager, dieser Stützpunkt und die laufen überall. Theoretisch die Goblins rum. So, wir haben auch noch Seiten. Und diese Kristalle, ne? Ja, macht Kristalle. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ja, ich habe noch keinen Platz. Das ist ungut. Schmeißen wir das erstmal weg. Das Questing. So. Das Zinne schmeißen wir auch weg. So. Auch kein Mensch. Was haben die denn noch? Ach ne, das ist das. Meine. Okay. Guck mal, bei uns ist es besser. Schneiderei, Ingenieurskunst. Müssen wir mal gucken, ob wir das
einfach weg. So. Na, schmeiß mal das auch weg. Das Messer möchte ich auch haben, weil das kann ich nachher dann verschicken. Schwierig, was zu finden, was man wegschmeißen könnte, obwohl es man eigentlich braucht. Dickes Leder ist doof, wegschmeißen, leichtes Leder. Ungern. Ungern, ungern. Naja, was will man tun? Was das Herz will, will das Herz. Gut immer aufpassen, damit er nicht hier sterben. Wenn man so einmal gestorben ist. Weiß man das dann? Hat man das so, wenn man etwas mehr aufpasst? Bleiben wir an der Oberfläche. So, viel dazu. Sehr schön. Ist auch noch einer. Furchtbar mit einer Minute Luft, das ist ätzend. Dann kriegt man ja immer ganz, ganz schnell viel Schaden und ich habe letztens schon überlegt oder eben gerade überlegt, woher der ganze Schaden kommt. Egal, lassen wir es liegen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch wegschmeißen könnte, was mir nicht besonders wehtut. Mal so. So, jetzt sind wir 36. Na schön, na schön. Nehmen wir uns jetzt mit. Absicht, Raserei. Davon noch eins mit. Das ist ganz cool. Okay. Lass mal das weg. So. Wir dann schon wieder wahrscheinlich noch nichts, weil wir keinen Faden oder so haben. Brauchen wir ja auch. Da ist eins. Da nehmen wir das, das ist näher. Sehr schön. Machen sogar 91 DPS. Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich liegt hier überall Leder, nee, nicht Leder, hier Fleischstückchen rum. Altes Leder. Zähne, all die Leute wegschmeißen. Bisschen tauchen. Irgendwas Tolles ist im Wasser. Das werde ich hoffen. Oh, da hinten dann noch eins, falls der das nicht hat. Ist mal ganz nett, dass sie recht schnell respawnen hier.
Stand dabei, danke. Eigentlich wissen wir viel. So. Das mit, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir alle. Schnell weg hier. So. Schwupp. Ja, parken wir erstmal hier. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Valentinstag. Wir sehen uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen. Tschüss.